Schön, dass ihr wieder zu mir gekommen seid, also zu uns. Wir möchten heute wieder experimentieren. Was machen wir? Wir machen heute eine Luftkanone. Dazu brauchen wir eine Schere, einen Luftballon, einmal sehr festes Klebeband und eine Flasche. Wir fangen an mit der Flasche. Ja, dann müsste die hier ungefähr unter diesem Griff, aufschneiden. So, zunächst brauchen wir erstmal den Luftballon. Da müsst ihr das Mundstück abschneiden. Wenn ihr den Luftballon so geschnitten habt, dann müsst ihr da diesen Luftballon die Öffnung von der Flasche rüberstülpen. Damit ungefähr alles gleichmäßig verteilt ist. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr euer Klebeband und fixiert das Ganze. So. Wenn ihr das jetzt habt, dann braucht ihr eine Kerze. Anzünden. Dann nehmt ihr eure Kanone, schraubt den Deckel ab und zieht hinten am Ballon so fest wie es geht. Haltet dann vorne die Öffnung vor die Kerze und lasst hinten einfach los. Dann ist die Kerze erloschen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Experiment.